Hallo meine Wolfies, zu einem neuen kleinen Video. Und wir spielen nach sehr langer Zeit mal wieder The Long Dark. Aber diesmal nicht alleine, weil ich ein bisschen spielbehindert bin durch meine kaputte Hand. Wie ihr durch Twitter bestimmt mitbekommen habt, habe ich mir Hilfe dazu geholt, und zwar den Grauwolf. Hallo. Ja, Grauwolf wird jetzt für mich spielen. Und ja. Wir kommentieren beide. Ja, mal schauen, wie es läuft. Okay, wir nehmen die mittlere Schwierigkeitsstufe, weil er das seit langem nicht mehr gespielt hat. Wir werden am Ort der Trostlosigkeit starten. Du bist unbedingt eine Frau, ne? Ja, du bist Frau, also müssen wir das du doch. Du bist Mann. Na und? Dann nehmen wir den Mann. Eigentlich dürftet ihr das Spiel kennen. Ich hatte das ja schon mal gespielt, für die, die es nicht kennen. Wir waren irgendwie unterwegs und da kam so ein geometrischer Sturm, ne? Ja, genau. So, und, Und wir sitzen irgendwo in Kanada fest. Geil, und haben wir Morgengrauen oder so ein Auf- oder Untergang? Was ist das? Es könnte auch eine atomare Explosion sein. Okay, es ist Sonnenaufgang. So, dann dreh dich mal um und guck, wo wir sind. Okay, dreh dich mal weiter nach rechts. Wir müssen zur Straße. Und wer halt stoppt, geh erst zum Schiff. Doch ein Tier. Da ist kein Tier. Ah. In dem Schiff gibt es nämlich, das ist mit irgendeinem der letzten Patches dazugekommen, gibt es jetzt einen Brennofen. Mit diesem Brennofen kann man, geh da rein. Mit diesem Brennofen, nein, geh mal komplett da raus. Klicken. Klicken. Mit der Maus. Ah, klicken. Okay, danke. Mit diesem Brennöfen kann man jetzt Metall schmelzen. Und sich damit Waffen machen. So, und jetzt musst du gucken, da liegen Fische und so ein Mist auf dem Boden. Und wir haben gerade tierische FPS-Einbrüche. Müssen zur Not gleich das Aufnahmeprogramm mal wechseln. So, Aufnahmeprogramm gewechselt. Jetzt dürften wir weniger FPS-Einbrüche haben. Ich kann mich bewegen. Yay! Und das ist jetzt echt fies. Das ist so dunkel da drin. Gerade wenn es Nacht wird, siehst du nichts. Das ist echt assi. Das ist ein Metallregal. Die kannst du auseinanderbauen. Das ist aber ziemlich zeitaufwendig. Mach die mal. Das Holz könntest du einsammeln, was auf dem Boden liegt. Oder ist das kein Holz? Nee, das ist kein Holz, oder? Nicht doch. Nee, ist kein Holz. Warte, stell dich mal eben so hin, dass ich mich orientieren kann. Rechts von uns sind jetzt, ist der Brennraum. Das ist geradeaus. Rechts, weiter, weiter. Nein, weiter rechts, weiter. Gerade eben rechts. Mittlerweile hinter uns fast. Da, nein! Oh, das ist echt schlimm mit dir. Deine Orientierung ist für den Arsch. Nee, jetzt stehst du zur Wand. Da musst du rein. Da geradeaus. Du kannst nicht springen. Ich will aber... Und es ist verdammt dunkel. Du rennst gerade irgendwo gegen. Kohle? Nimm die Kohle. Wo war sie? Ich weiß es nicht. Wir gehen uns jetzt erstmal, glaube ich, eine Fackel oder so suchen. Hast du eine im Inventar? Nee, I war, glaube ich, das Inventar. Genau, I. Nichts Kohle-ähnliches. Kohle. Fackel-ähnliches. Das ist aber schlecht. Wir müssen gucken, dass wir irgendwo eine Lampe finden oder so. Geh mal hinter dir raus. Da Richtung Licht. Da ist auf der rechten Seite irgendwo so ein Treppenaufgang. Nicht rennen. Du bist zu weit. Irgendwo da beim Fass muss der sein. Anderen Seite. Da ist der. Siehst du das? No. Da war der gerade. Da war der. Direkt neben dir. Da, wo es ein bisschen heller wird. Hier. Genau. Und da oben sind Schlafräume. Jetzt direkt links. Da könnten auch schon mal Klamotten oder so liegen.
Ja, das auch. Eine lange Handschuhe. Es ist echt schlimm, man sieht nichts. Ich werde für euch wahrscheinlich die Helligkeit einfach hochstellen, dann seht ihr was. Aber dann sehen die doch nicht, wie wir hier Zeitungspapier umgurken. Ja, aber wenn die nichts sehen, ist auch dumm. Wir sehen aber auch nichts. Okay, wenn du jetzt da wieder rausgehst, kommst du in die Küche und so. Ein Karton ist irgendwie doof kaputt zu machen. Wir machen gleich unten Licht an, indem wir einfach diesen Brennofen anzünden. Da liegt ein Granola-Bar. Nein, ein Müsli-Riegel. Das ist das Gleiche. Nein. Hier findet man übrigens auch fast immer einen Dosenöffner. Ja, vielleicht unter anderem Lichtverhältnis. Ja. War nur Staub. Drecksfenster. Du kannst da auch rausgehen, ne? Also nicht durch die Fenster, da ist eine Tür. Wo? Hinten in der Küche, da wo es so. Ah. Da müsste theoretisch eine Leiche jetzt gleich liegen. Vielleicht hat ihr was Schönes. Ja, da liegt die Leiche. Ich finde die Grafik so von den Gegenständen ist recht gut, ne? So Comic-Stil-like. Und dann siehst du da so eine Leiche und die Leiche sieht total scheiße aus. Das ist ein Walfangkutter. Ja. Oben drin ist, glaube ich, ein Werkzeugkasten eventuell. Also das ist das Gebiet, wo ich meistens gespawnt bin, wenn ich das gespielt habe. Wenn man kein Internet hat, eignet sich das Spiel wunderbar, um sich die Zeit damit zu vertreiben. Und deswegen kenne ich dieses Startgebiet mittlerweile so gut wie auswendig. Aber hier gibt es leider gar nichts. Wie viel Zeithelligkeit haben wir noch? 12 Stunden? Wir frieren. Wir sollten dringend unten den Ofen anmachen. Da rein. Geh nochmal nach unten. In diesen großen Raum. Rechts, links. Genau. Und einfach geradeaus durch. Da müsste irgendwo nur ein Ofen antriggerbar sein. Altholz. Einfach nehmen. Muss ein bisschen spielen mit der Maus, sonst irgendwo ist da ein Ofen. Noch ein Stück geradeaus durch. So. Hinter dir. Mehr oder weniger. Du musst dich auch immer in die richtige Richtung drehen, ne? Das ist ein wenig schwierig. Nee. Ich glaube, du bist zu weit zur Seite. Der ist recht mittig, der Ofen. Ja, ich muss erstmal irgendwas. Ah, hier. Das ist der Gang. Schmiede, genau. Runter? Ofen. Den machen wir jetzt an. Du kannst Brandbeschleuniger dazu packen. Und ja. Feuer machen. Also, wenn das Feuer an ist, packen wir da die Kohle bitte mit rein. Genau, einfach einlegen. Oh, warte. Nee, der ist noch nicht heiß genug. Such dringend Holz, sonst geht das aus. Ich muss gucken, ob hier irgendwo Holz ist. Oder du wartest, bis er die richtige Temperatur erreicht hat. Ja. Dann bleib beim Ofen und guck, ob er die richtige Temperatur erreicht. Wie viel braucht der? Guck nochmal nach. Das sagt er dir, wenn du die Kohle reinlegen willst. Bei 23 Grad. Das kriegen wir nicht hin. Ja, dann geh auch raus und such Holz. Das ist. Ja. So bringt das doch nichts. Nee. Frage ist erstmal, wo geht's hier an? Da, wo es Licht ist. Jetzt ist aber kein Licht da. Dann such das Licht. Ich bin dabei. Tritt ins Licht! Das einzige Licht, was ich finde, ist das hier. Ja, dann musst du dich mit dem Rücken da hinstellen und geradeaus laufen. Das kann natürlich auch sein. Warte mal. Da ist Licht. Da ist es. So, und jetzt kannst du gucken, vielleicht findest du da noch irgendwo Holz rumliegen. Eine Kiste. Die kannst du kaputt machen. Mhm. Jetzt ist der Ofen wieder aus, den müssen wir halt einfach wieder anstellen. Sammeln das Holz.
Du musst das auf dem Boden einsammeln. Nee, das ist inzwischen im Inventar, das habe ich gelesen im Patch. Oh, seit wann? Seit. Keine Ahnung. Aber, mach den Ofen wieder an? Ja, das. Das sagst du so leicht. Dein Orientierungssinn ist schlechter als alles andere. Ich habe ein Metallregal. Ja, das bringt dir aber nichts. Du hast keine Werkzeuge, um das auseinanderzubauen. So. Ich stand irgendwo hier. Müsste das Ding doch hier sein. Ist es aber nicht. Ich vertraue auf dich, du schaffst das. Das ist schlecht. Ich bin nämlich nur ein Metallregal. Dann stehst du falsch. Ja, es ist auch. Warte. Eventuell schaffen wir es bis zu der Fabrik. Wir müssen nach raus. Ja, vielleicht finde ich einen Ausgang rechtzeitig. Ja, wenn da, wo es Licht ist. Ja, beweg dich doch auch. Ja, wenn ich wüsste, wohin. Ich drücke mal ein paar Tasten. Ja, ich hatte eine Kiste gefunden, irgendwo. Ich weiß nicht, ob ich da... Du guckst wahrscheinlich die ganze Zeit nur die Wand an. Tja, ich drehe die Maus, im Kreis, da war eben Licht, da war irgendwo Licht. Genau gesehen. Es ist weg. Teilregal. Ja, dann beweg dich ein bisschen. Hin und her. Da ist Licht. Meine Güte. So, geh einfach raus und hinter dem Schiff ist eine Fabrik. Da gehst du erst in die Wohnhäuser rein. Und geh auf der anderen Seite um das Schiff rum. Ich sagte zwar die andere Seite, da liegt meine ich nämlich noch was, aber gut. Nee, du läufst ja jetzt nicht nochmal lang. Warum nicht? Da liegt doch was. Egal. So, und da stehen so Baracken. Muss nur aufpassen, hier sind Wölfe. Wirf einen vorsichtigen Blick in die Schiffe da, in die Boote. Da könnte mal Fische drin liegen. Nee. Du kommst nicht hoch. Ach, die. Andere Seite kommst du auf jeden Fall hoch. Wir verlieren gerade schon Leben. Ist nicht gut. Wir sitzen übrigens hier gerade zu zweit an meinem PC mit einem Mikrofon, was irgendwie zwischen uns sitzt. Mehr zu ihm hin als zu mir, weil eigentlich er mehr sprechen sollte, aber irgendwie schweigt er die ganze Zeit. Und wir haben die Boxen an, weshalb es sein kann, dass er manchmal die Töne doppelt hört, weil wir es nicht hinkriegen. Ich muss da vorne da in diese Dinger rein, die Baracken. Weil wir es nicht hinkriegen, zwei Headsets an meinem PC anzuschließen. Das ist jetzt direkt eine Tür. Ja, ich wollte nur ein bisschen die Umgebung im Auge behalten. Auf dem Gelände an sich ist kein Wolf unterwegs. Fangen da auf der Seite an. Nee, geradeaus durch. Warte, in dem Regal drin. Das ist eine traurige Ausbeute hier. Aha, wir finden schon noch was. Da liegt ein Stofflappen auf dem Boden. Du sowas sofort siehst. Ich bin Pro, da liegt noch einer. Du musst, genau, durch das Durchgreifen. Ein Kissen kannst du hinter mit einem Jagdmesser kaputt machen, kriegst auch Stofffetzen raus. Dreh dich mal um. Da liegt was. Hier kannst du nicht einsammeln. Ich glaube, da oben lag noch was. Genau. Zur Not können wir uns hier auch hinlegen und die Nacht verbringen, ne? Aber nur zur Not. Ja, theoretisch kannst du das auch im Schlafsack in der Fabrik, wenn du genug Holz hast. Noch nicht rausgehen. Fängt es gerade wieder an zu ruckeln? Etwas. Da, in Daunen und Weste. Ziehst du die an, damit wir nicht erfrieren? Kann ich sofort machen. Weshalb ruckelt das denn immer? Das kann ich dir nicht sagen. Da ist eine Lampe. Und da drunter im Regal ist noch was. Ein Wetzstein. Wow, wir haben kein Messer, es bringt uns nichts.
Wollsocken. Dann zieh jetzt direkt mal die guten Sachen an. Die guten Sachen. Da steht noch ein Getränk. Eine Gipfelbrause. Ist das eigentlich sowas wie die Almsause oder wie das heißt? Ich schätze schon. Kannst du auf den Reiterklamotten gehen? Reiterklamotten da drüber. Dann hast du die alle direkt. Ah. Unten Aktion anziehen. Geh mal auf die rote Mütze. Die ist wärmer. Zieh die an. Das war Hipchat, das ignoriert er jetzt bitte. Also wie lange haben wir jetzt noch? Tageslicht? 9 Stunden. Wir sollten dringend uns einen Schlafplatz suchen. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, da reinzugehen. Da ist eine Treppe, über die kommst du oben rein. Da sind die meisten Sachen. Da liegt was auf dem Boden. Du hast echt keinen Sinn für Dinge zu sehen, ne? Hm. Die Spawnrate in dieser Halle drin ist für Brecheisen sehr hoch. Okay. Und für andere Werkzeuge, Hammer, Äxte. Deswegen gehe ich da gerne rein. Alles, was man zum Überleben ja, braucht. Das ist immer so der Ort, wo ich als erstes reingehe. Ich muss jetzt alle einzeln durchsuchen. Ne, alle einzeln, jedes Fach einzeln. Ach so, oh Gott. Das, du hast mich auch. Achso, da lag was. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Diesmal warst du besser als ich. Man kriegt neuerdings auch Magen-Darm-Infektionen, wenn du Sachen isst, die abgelaufen sind, ne? Das. Das Heizmaterial. Ja, das sehe ich. Aber. Unten steht eine Tonne, wo wir uns des Nächtens hinlegen können. Eine Tonne. Zum Kuscheln. Genau. Mittlere Schublade noch. Dann gehst du zurück in diesen Hauptraum. Da, den, genau. Da sind nämlich auch noch ein paar Sachen drin. Und da sind noch. Ach. Der daneben, in der Mitte, der ist auch noch öffnenbar. Wird gemacht. Dann können wir gleich nochmal gucken, wie es kleidungstechnisch aussieht. Da vorne sind auch noch welche. Oder einer. Nee, hinter dir. In dem anderen Raum ist auch noch einer. Da. Da. Nein, nein, nein. Weiter, weiter. Da in der Ecke. Ach, da. Ja, hätte ich jetzt glatt übersehen. Ja, du bist ja auch blind. Komm, ja. Warum hast du das letzte Mal beim Augenarzt? Noch nie. Noch nie? Das kannst du nicht einsammeln, das ist leer. Warum? Das ist Metallschrott. Da macht man sich ein Messer draus oder so. Du musst, nein, hock dich mal hin und geh da mal im Regal lang, dann liegen schon mal ganz hinten durch Sachen. Und hier liegt nichts, dann wieder hoch. Da liegt was auf dem Tisch. Tisch, hinter dir. Nein, andere Seite. Hier ist auch was. Und leer. Nein, das ist... Da diese, wo du gerade hingehockt hast. Da lag doch was. Da oben drauf, das ist kein Tisch, das ist eine... Heieiei. Dann das knappe kleine Regal. Nee. Musst du schon erwähnen. Sonst glaube ich dir das nicht. Das ist die Dose. So, wie viel Tageslicht haben wir jetzt noch? Wir sind immer noch unterkühlt, müde, durstig, hungrig. Wir sollten dringend 9 Stunden. Vorne ist eine Treppe in der Ecke. Da. Muss ich nicht immer hinhocken. So, da unten ist es wieder recht dunkel. Aber da ist eine Tonne, die wir anmachen können. Und der wir uns wärmen können. Genau. Und dann schmeißt du einfach komplett das Altholz da rein. Und das Buch. Und das nächste Buch. Jetzt haben wir für 2,5 Stunden Wärme. Das beheizt auch den ganzen Raum. Und jetzt kannst du dich mal umgucken. Nein, nicht da reingehen, da gehen wir ganz zum Schluss erst rein. Guck dich hier genau in dem Raum um. Da sind nämlich in diesen Regalen direkt neben dir. Da in diesen Regalen unten und oben drin können Werkzeuge sein. Und unten auf dem Boden liegend auch. Da musst du dich nicht für hinhocken. Ja, aber so sieht man es einfacher. Den habe ich noch nie aufgekriegt.
Ich weiß auch nicht, wie man die öffnet.